So, moin moin, heute neues Krypto-Meetup. Wir gehen mal über den Markt, schauen, was mit den Kursen passiert ist nach dem Amazon-Announcement und Bitcoin World letzte Woche, wo Elon Musk und Jack Dorsey und wie sie alle hießen, gequatscht haben. Und es ging auf jeden Fall nach oben und wir wollen mal gucken, wie die Alts ausgesehen haben, inwieweit die nach oben geknallt sind und welche Alts vielleicht jetzt noch nicht so geknallt sind. Und bevor ich es vergesse, schöne Grüße an Markus. Ja, lass uns doch mal rübergehen. Ja, wie immer, one day. Also eine Candle ist ein Tag im Chart. Wir gucken uns das Ganze grob an. Ich scroll mal ein bisschen raus. Hier sind wir im letzten Jahr. Jetzt sehen wir auf jeden Fall, dass wir hier irgendwie diesen Chart hier auch immer noch nicht durchbrochen haben. Das letzte High sehe ich gerade jetzt hier mal so, schon mal one day. Das können wir schon mal sagen. Genau, wir sind ja Also immer noch im Channel. an diese Trendlinie, die wir eingezeichnet hatten, noch als Widerstand. Die haben wir jetzt genau berührt wieder eigentlich gestern. Die hier, genau. Na, und davon gab es jetzt erstmal einen Abprall. Das heißt, der Markt ist noch nicht ganz so bullisch, wie viele wollen. Na, Ja. wurden erstmal die ersten Gewinne mitgenommen von den Leuten. Ist aber auch verständlich nach der letzten Zeit. Aber auch nach dem eher leichten Seitwärtstrend, der dann eher einen Trend hatte zum Runtergehen, wieder eine wirklich starke Gegenbewegung auch. Wir sehen es jetzt hier auch im Volumen hier schöne, erstmal stabile Candles und dann eine wirklich stärkere, grüne Candle auch mal wieder, die einfach auch wieder signalisiert, hier, Achtung, hier ist doch noch ein bisschen Bewegung da und wir sind irgendwie auch alle irgendwie ein bisschen ready und es geht auch alles, Ja. es kommt Bewegung rein, sollte es so sein, ne? Ja. Wir gehen mal direkt in die One Hour rüber dann, um uns das ein bisschen genauer anzugucken. Genau. Und hier sieht man Da jetzt sehen wir jetzt eigentlich. schon so ein bisschen, guck mal ganz kurz, hier ist dann der 21.07. um 2 Uhr nachts jetzt hier. Das sind dann sicherlich alles Geschichten, dann, die dann mit dieser Konferenz dann in Verbindung hängen, denke ich mal, mit einer vielleicht besseren Grundstimmung oder keine Ahnung, manchmal ist das so. Genau, Vielleicht und auch einfach unbegründet. es gab ja auch letzte Woche schon die Rumors halt, dass Insider sagen, dass Amazon eine Stelle ausschreibt sozusagen. Ja, Und da waren es reine Gerüchte. da waren es Gerüchte und da haben sich, denke ich mal, die ersten auch schon daraufhin ein bisschen geonboardet. Und es war generell, dass die 30k jetzt ja relativ stabil gehalten hat bei BTC. Und da kamen immer auch die Käufe jetzt rein. Interessant wird es halt, wenn wir jetzt wieder runtergehen, ob dann immer noch bei 30k bei BTC dann diese Nachfrage vorhanden ist, wie so die letzten Male jetzt eigentlich so funktioniert hat oder ob es Ja, dann nicht hält. auf dem Niveau dann hier halt dann irgendwo Boden gefunden wird, wie jetzt hier in der Situation, ne? Genau, also ich gehe schon von einem Retest eigentlich auch aus von der Ebene da, bevor wir jetzt so weiter hochgehen sollten. Genau deswegen, Du meinst also. also, wir bouncen jetzt hier irgendwie nochmal runter auf die 30k, ne? Wahrscheinlich ja dann irgendwie so in Treppenbewegung. Ja, aber ich würde es nicht für unwahrscheinlich halten, weil ich finde es jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen zu früh für eine Rallye. So vom Marktsentiment und es war jetzt auch nur eine Stellenausschreibung, also da ist jetzt auch noch kein Produkt Nee, gelauncht nee, 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 ja klar. Das ist im Großen und Ganzen immer das, was wir auch immer reden. Es passiert eigentlich an sich, per se tut sich nicht viel. Ist jetzt an sich auch richtig, aber die Meldung mit Amazon gestern, schaut euch vielleicht auch gerne nochmal das Video von gestern an, da haben wir uns das genauer mal Ja. angeschaut, ist natürlich doch ein bisschen größer als vorher die Meldung. Vorher waren es immer Gerüchte, dass Amazon irgendwas macht. Es ist aber nie irgendwas wirklich bestätigt worden oder irgendwas Ja. passiert. Und diesmal gibt es die offizielle Seite, die schreibt, das können wir haben, guckt euch das Video nochmal an, Amazon Jobs heißt die Seite, ist eine offizielle Amazon.com-Domain. Und die schreiben diese Stelle aus, die fangen jetzt wirklich an. Ja. Krypto hat jetzt eine Bedeutung, es wird eine Chefposition ausgeschrieben und ist schon ein größerer Rüttel auch für den Markt. Also manchmal, weißt du, hast du ja wirklich diese News, die dann irgendwie Ja. verpuffen, weil es eher nur ein Gerücht ist und also Ja, die manchmal ist ein machen Gerücht jetzt nicht stark schon. ist. Und das ist schon aber Amazon, vielleicht einer der größten Händler der Welt, die jetzt sich irgendwie mit Krypto beschäftigen und da ja irgendwo einen Sinn drehen, also da die Chefs über der Position, die eingestellt werden müssen, sehen ja da irgendwo Sinn in Ja. dem, was sie da machen. Sonst würden sie solche Positionen ja nicht ausschreiben. Also finde ich die Meldung schon relativ stärker. Ob das natürlich für 10k mehr BTC reicht, weiß ich jetzt nicht unbedingt so. Ja, Ja. das ist, was der Markt halt draus macht, Aber das ne? macht der Markt draus und also man sieht ja auch, es wurden dann stark die Gewinne auch gleich mitgenommen Ja, im also hier Top. war dann wirklich auch, weil dann aber auch, dann war auch diese 40k. Ich war dann auch schon der Meinung, es war hier an dem Moment jetzt, ne? Dachte ich, okay, das war ganz knapp, das war ja hier die 39, war das die? Ja. Genau, das war die erste. 39,799 ist das jetzt die hier. Im ersten Anlauf und da dachte ich schon, okay, Dann im zweiten Anlauf hier dachte ich dann, okay, es wäre es gewesen, als die Candle dann durch war, ne? Weil die hat dann gepasst, 39,99999. Dachte ich Ja. so, okay, das ist jetzt wieder dieses Ding, das kann man schon oft gesehen hätte. Ja. Dann kam doch nochmal ein kleiner Pushback hier rein. Das hätte ich auch gar nicht unbedingt für Möglichkeiten selber jetzt in dem Moment. Der war ja aber auch dann zu schwach und ist ja dann hier auch bei, wo sind wir abgeprallt? 40, 5, 5, 5, also 40, 5, 40.550.
Mehr Luft war da nicht. Er hat die 40 wirklich um $550 durchbrochen. Ja, das war halt... Intraday-Geschichten, ne? Genau, das war halt wirklich, sag ich mal, gezielt darauf anzuspielen, jetzt auch fürs Chartmuster, so, dass man da mal wieder rangeht, auch an diese Range sozusagen. Und der Bounce war jetzt eigentlich... Also alle Trader haben eigentlich gesagt, ich gehe bei 40 Short oder setze erstmal Gewinne mit, so. Und das ist... Wir haben es ja auch so gecallt. Was halt die Masse des Marktes macht dann auch. Ne? Ja, macht am meisten auch Sinn tatsächlich. Es war dieser Channel, der ist einfach so angesagt, Sommerloch. Nur mal so ganz kurz jetzt mal geschlossen, haben die Candles hier bei um die 39.709. Ja, das so war auf jeden Fall. Also deutlich unter der 40 geschlossen. Aber wir haben es ja gesehen im One Day vorhin, es hat auch wirklich noch für eine grüne Candle im Daily gereicht, im Closing. Und das ist ja erstmal positiv, dass man da nicht gleich eine rote reinknallt. Ich denke mal heute und gibt es vielleicht so eine rote Verschnaufs-Candle und dann wird es spannend, ob wir jetzt zum Wochenende dann wieder anziehen. Und da wirklich vielleicht Richtung 42, 43 hochgehen. Dann würden wir den Channel tatsächlich aber wirklich auch verlassen. Das wäre Dann kommt für mich halt dieses Szenario, dass wir entweder einen Fake-Breakout halt hinlegen. Du meinst, wir ploppen nochmal deutlich über 42 und gehen trotzdem nochmal runter? Völlig halt, kann sein. Ich denke aber, wenn wir irgendwo dann Richtung wirklich dann die 40 wieder solide durchbrechen können, ist schon wieder auch erstmal Luft nach oben mehr als nach unten, denke ich. Weil dann halt die FOMO wieder ausbricht und du weißt, dann kickt es wieder rein dann wird es wieder alles irrational und... Schauen wir mal. Aber also ich könnte es mir gut vorstellen als Szenario, weil es halt richtig eklig wäre. Auch für Disbelief und so weiter sorgen würde am Market. Wäre jetzt schon eins der maximal ekligsten Ereignisse, wenn du halt alle wieder onboarden lässt. Du alle denken, okay, wir haben es gepackt so und jetzt dann gehen wir erstmal wieder runter. Das ist natürlich eine harte Phase für alle irgendwie und würde gut ins Krypto-Geschäft passen. Ja. Aber keine Ahnung, man muss einfach... Wahrscheinlichkeiten müssen jetzt wieder ausgepackt werden, um der Sache hier Zahlen zu geben. Man muss den Blick in beide Richtungen werfen und deswegen nach unten ist auch nach wie vor... Was würdest du sagen jetzt? Breakout nach oben weg eher wahrscheinlich oder Seitwärtstrend wahrscheinlich oder Richtung 30 runter wieder wirklich? Also ich sehe aktuell am ehesten hier irgendwie jetzt so ein Szenario. Jetzt bist du schon mal 45 gewesen. Und dass wir dann hier auch nochmal runter und dann hier ist dann... Große Fragezeichen. So, da könnte. Dann sind wir ja da an der gleichen Stelle, wo wir jetzt vorher schon 3-4 Mal waren. Ja, genau. Und entweder krachen wir da runter, so, was glaube ich dann vielen so erstmal die Laune verderben würde, was aber für ein perfektes Onboarding für Smart Money dann sprechen würde, was dann vielleicht für eine Jahresendrally nochmal reingeht, so. Oder wenn Amazon jetzt Gas gibt und weitere Big Player natürlich reinjoinen in den Markt und das stützen, sage ich mal, das Sentiment wieder positiver werden zu lassen. Dann, hatten wir ja gestern im Markt im Interview, da war ja dann die Frage, wie lange wird der Zeithorizont sein, bis wir da umfassend wirklich aktiv von sehen. Haben wir gesagt, habe ich gestern mal so aus euren Raum reingeschmissen, ein halbes Jahr wird das schon brauchen, bis wir da wirklich aktiv irgendwo vorne was sehen werden. Ja. Weil Einstellung, Personal, das ist alles, dauert alles seine Zeit so. Ne? Aber es ist halt seitens Amazon und es kann ja sein, dass jetzt auch noch Apple um die Ecke kommt und der nächste um die Ecke kommt und sagen, wir stellen auch ein, wir stellen auch so ein. So ein kleiner Run. Also haben wir auch gestern ein Video gehabt, übrigens, schaut euch das Video nochmal an, hat das noch nicht gesehen. Also diese Sogwirkung, die halt um Amazon dann entsteht, das ist eine Sogwirkung. Also das ist halt, wenn einer der allergrößten vorangeht, müssen die anderen hinterherlaufen. Ansonsten wird der Abstand zum ersten Platz immer größer. Genau. Ne? Und dem Leader, follow the leader. Ne? Genau. Das heißt, da müsste eigentlich jetzt aber auch, sage ich mal, für den Fake, da müsste dann irgendwie auch nochmal eine produzierte schlechte News irgendwie rumkommen, die irgendwie auch so ein bisschen in den Schubladen steckte, um es dann auch ein bisschen zu triggern, dass wir da auch safe in die richtige Richtung gehen, ne? Ja. So, ansonsten oben weg, wie gesagt, könnte natürlich, wie du sagst, jetzt sollte Apple andere große Nummern auf dem Markt da irgendwie jetzt mit Feuer legen, dann könnte es natürlich schon ein Großbrand werden. Und dann haben wir natürlich auch eher, warum soll da Luft nach unten sein? Dann wird natürlich FOMO so sehr fett reinkicken, dass es wieder unnormal wird, ne? Ja, also ich denke auch, wenn wir es schaffen, wirklich so über, weiß ich nicht, ja, das ist halt hier diese Zone eigentlich, ne, sage ich mal, die wir hier haben. Wenn man hier so closed über den 47, so, dann bist du natürlich todesbullisch und dann geht es ja schon wieder eigentlich mit Krawall so Richtung All-Time-High. Ja, alles, was dann wirklich stramm Richtung 50 geht, wird dann schon wieder aggressiv, ne? So, und es wird jetzt einfach spannend, ob jetzt wirklich schon Sommerloch über ist und das wieder anzieht alles und Gas gegeben wird auf dem Kryptomarkt oder ob wir noch ein bisschen rumplänkeln und noch zwei, drei Fake-Breakouts sehen und was ein bisschen ist noch drin eigentlich, ja? Blut haben. Also ich denke ja jetzt tatsächlich eher, dass wir hier wieder so ein, jetzt nicht so steil, vielleicht dort eher so ein bisschen länglicher gezogen so. Irgendwie hier erstmal auch wieder in die unteren, aber ich denke nicht, dass wir nochmal sonst wie höher kommen jetzt erstmal kurzfristig. Kann schon sein, aber ich denke mal, dass die News jetzt von Amazon, die war jetzt auch nice und das hat auch starke Bewegungen am Markt gegeben, aber wie viel Luft soll die News jetzt auch noch haben, ne? Wenn jetzt nichts Neues nachkommt in dem Sinne. Ja. Gerade noch Richtung Wochenende hingehen, wie weißt du, Bloody Sunday und so, also mal schauen.
Also ich fand auch, die letzten Sundays waren auch nicht so bloody, wie man das so gewöhnt war. Also da steht eigentlich auch wieder so ein Blutsonntag an eigentlich. Ja, ja, das stimmt. Das hat man schon jetzt ja auch länger. Und deswegen denke ich vielleicht eher, dass, also ist ja wieder nur ein Wahrscheinlichkeiten-Ding. Ich würde jetzt, glaube ich, eher in der Wahrscheinlichkeit was über 50-60% gehen, dass wir eher den Trend nach unten wieder setzen und irgendwo Richtung untere 30k wieder antesten dann. Aber das hier ist jetzt schon ein bisschen fast zu tief gelungen hier von mir, ne? Weil wir natürlich jetzt eher so hier in die Bereiche dann hier so, denke ich mal. Ja, das ist dann, wir werden es sehen. Wie wir sehen. Lass uns mal rübergehen, was die anderen Coins so gemacht haben. Also wir sehen, heute sind hier wirklich, gestern war alles grün, heute ist alles rot. Ja, aber minimal rot im Vergleich so stark wie es grün ist. Genau, das Geheimnis sind schon gestiegen, ne? Das Geheimnis um FET wurde übrigens gelüftet, ne? Ja, hau raus. Na, die wurden bei Coinbase gelistet. Coinbase Pro. Genau. Mhm. Und deswegen hatten die jetzt hier auch einfach so einen Volumenanstieg und da wussten wir. War ja schon sehr auffällig so auch. Also wahrscheinlich schon wieder viele was und ja. Deswegen ging das so ab die letzten Tage. Lustig ist, wo gestern die Meldung rauskam, hat FET natürlich erstmal reingeschissen. So, das ist halt immer der Kryptomarkt, so. Ne? Ja. Weil die haben ja auch schon tagelang vorher alle Bescheid gewusst. By the rumors, say the news, also das ändert sich nicht. Ich finde den Insiderhandel übrigens auch so nebenbei teilweise im Kryptohandel auch echt bedenklich. Ja, das ist schon heftig. Weil dann manchmal, weißt du, gerade bei Fetch, ne, du siehst dann so, was ist denn da mit den Kursen los? Was machen die denn da und so? Und dann, also irgendwo war ja uns ja klar, was ist da los, ne? Ja. Ja, Ethereum auf jeden Fall kann man mal gucken, was schon mal positiv ist, dass wir hier über diese 2K uns jetzt irgendwie anfangen zu halten bei ETH. Kann man mal als Support-Level einzeichnen. So, und ich denke mal, wenn das jetzt so hält als Zone für Ethereum, dann ist das für die Alts generell auch sehr gut, weil dann auch wieder eine Entwicklung, denke ich mal, in diesen höheren Bereich bis hier erstmal so möglich ist. Weil wir sehen, hier haben wir alte Widerstände gehabt bei dem 2000er Level, der so ein paar Mal angetestet wurde, bevor es dann richtig ausgebrochen ist. Und wir haben jetzt hier eigentlich auch den ersten Breakout gehabt, der hat nicht geklappt. Jetzt haben wir den zweiten, jetzt müssen wir gucken, dass das halt hier, denke ich mal, beim Retest hält und dann... können es auch weiter nach oben gehen. Genau. Vielleicht ist auch nochmal, um das nochmal kurz auf die Kurve, die ich gezeichnet habe im BTC, wenn man es dann so sieht, jetzt auch überlegt nochmal, dann ist wahrscheinlich irgendwo so vielleicht Ende bei 32, 33, 34 vielleicht im BTC, um sehr gesund einfach nur nach unten wegzutesten und wieder nach oben zu klopfen. Ne? Ja, ja. Ja, also es wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen spannend, weil BTC jetzt auf dem Level ist, wo es jetzt eigentlich die letzten Wochen nicht mehr war. Und jetzt muss man natürlich gucken, hält sich da und oder will es wieder nach unten oder... Ja, ne? Generell gut ist Bewegung. Es ist Bewegung auf jeden Fall. Das ist immer wichtig, genau. Das ist Bewegung. Das ist immer gut. Genau, dann kann man mal noch bei BNB können wir mal reingucken, was Binance so getrieben hat. Ist hier auch stark in eine Flagge jetzt eigentlich schon reingegangen, die sich hier immer weiter zuspitzt. Ich denke mal, BNB Heavy Breakout steht an. Und also ich werde jetzt selber Real Talk im BNB nichts machen. Ja. Weil mir der Tokenpreis generell einfach zu happig jetzt ist. Ich denke aber, da also dass wir hier irgendwo, denke ich mal, sollte wirklich ein stärkerer Run nochmal eintreten, auch dass vielleicht auch BNB ja, Richtung 1000 halt, dann geht, sehe ich auf jeden Fall. BNB ist halt der Profiteur von Bullruns, ne? Da geht der Coin ab wie Schmitz Katze. Und war auch immer so einer der Vorreiter, also BNB müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Sobald da richtig stärkere Bewegungen reinkommen, wissen wir, dass jetzt auch andere als bald stärkere Movements bekommen werden. Und das ist auch, wenn man oft hier so ein abfallendes Volumen hat, sage ich mal, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass es da einen großen Ausschlag irgendwie gibt, nach oben oder nach unten. Genau. Also wir suchen immer auch ein bisschen im Chartbild auch immer nach so ein bisschen Seitwärtstrend, Männer und Mädels, ja, die einfach so ein bisschen Langeweile ausstrahlen. Ja. Wo einfach keine große Volatilität drin ist, wo es am besten immer weniger wird. Und das sind natürlich immer so ein bisschen so Anzeichen, so irgendwie so wie ein Vulkan, da ist erstmal ruhig und dann explodiert das Ding komplett. Genau, und man ist halt relativ weit dann immer am Bottom, sage ich mal, wo man sich dann so annähert und da lässt sich es halt relativ leicht auch zu akkumulieren. Man setzt dann den Stopp relativ eng an den Bottom. Nee, genau, und dann so machen die Trader das, die Profis. Und dann du hast eine lange Onboarding-Phase, du hast kommst immer wieder raus und kannst auch noch wieder verbessern. Und ja, ne? Und, so Profi-Trader, das ist schon eigentlich nice zu traden dann auch. Ja? Absolut. Ja, vielleicht können wir das auch mal alles in der perfekten Gänze dann machen. Wenn wir die Zeit dafür finden. Wenn wir die Zeit nochmal finden. Ja, das wird alles noch besser werden. Ja, dann schauen wir nochmal in IOTA-chen rein. Ja. Wir sehen, IOTA hat es geschafft, hier zumindest über das Bollinger Band auch mal rüber zu hüpfen. Ja. Das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her, dass man das mal bestätigen konnte. Jetzt mit zwei Candles zumindest schon. Mhm. Heute vielleicht die dritte. IOTA ist halt tatsächlich im Kurs auch. Man sieht es halt auch wirklich im Kurs, ist nicht sexy. Ne? Zur Zeit nicht sexy. Nee. Ist zum Traden nicht sexy und fehlt einfach generell gerade ein gutes Dekolleté, fehlt da gerade einfach, wo man mal gerne hingucken möchte. Aktuell sind auch nur 50% der Tokens ja migriert worden. Ne? Also da hängt auch noch viel auf Ledgers, denke ich mal, rum und
wenn der dann fertig ist, dann wird wahrscheinlich auch nochmal mehr Volumen bei IOTA wieder reinkommen. Wird spannend, ob die Leute dann vielleicht anfangen zu verkaufen wieder aktiv oder auch weiter positive News, ne? Das ist jetzt unser Channel, wir brauchen einfach wieder positive News und es muss jetzt wirklich auch mal positive News geben. Das ist auch mal unser Appell nochmal an die ganze Crew bei IRF, ja? Sachen jetzt zu finalisieren. Sollte es Änderungswünsche geben, so ist unser Wunsch zurzeit jetzt, das ist voll uns in Ordnung. IOTA ist ja ein Live-Projekt, ja. Soll es auch immer bleiben. Hebt euch die fucking Updates für die Zukunft auf. Geht jetzt in Coordi-Site durch, bringt das Ding ready und macht alle Änderungen im Anschluss. In ganz entspannter Zeit. Aber wir brauchen jetzt wirklich gute, positive News, um am Markt hier irgendwo auch wieder Relevanz zu spielen. Ja, also wir können ja mal das ist einfach so. Fix bei CoinMarket noch gucken, wo wir jetzt IOTA da finden. Da 46, 46, also das ist schon gut abgerutscht, wenn wir überlegen, dass das, das wo muss man wir ganz zum ehrlich Anfang so der Bull-Season sind wir um die 30 gewesen. Und Top wir 30 waren, muss sein für IOTA, ja, auch wir, für die Ansprüche des Projekts, ja, kannst du nicht sein, dass du auf 46 bist. Wir waren im High, waren wir bei IOTA, glaube ich, sogar bis auf Platz 19 oder 18, wo IOTA die 2,70 Dollar geschafft hatte vor dem Pre-Chrysalis-Pump. Ja. So, und da hat man einfach jetzt wieder stark abgegeben. Und das muss man auch irgendwie probieren, besser hinzubekommen, ne? Ganz bestimmt sogar, das ist diesem Projekt nicht würdig. Und das ist sicherlich auch, das haben wir ja im Video gehabt von Hans Moog, das Geständnis, ja. Das Geständnis. Der auch mal Real Talk, das ist natürlich, hätte man vielleicht auch früher machen müssen. Jetzt meine, das hätte man vielleicht auch schon wirklich an den Momenten machen müssen, wo es passiert ist. Und generell, als dann auch noch sonst der Büro rausgeschmissen wurde und so, da wurde, habe ich auch damals schon Real Talk, damals guckt in die Videos zurück rein, ich habe damals schon gesagt, das ist mir zu wenig Kommunikation, das hinterlässt Lücken, da entstehen Gerüchte, da entsteht FAT, so, das ist, muss man zum gewissen Teil gegensteuern, das ist Managementführung, ja. Und man sagt so, okay, das Ding entgleitet mir hier, ich muss eine Gegenmaßnahme ergreifen. Ja. Das hat mir links und rechts ein bisschen gefehlt. Mit dem Ding von Hans, dieses Geständnis in den Raum zu schmeißen und sagen so, pass auf, ich gestehe hier meinen Fehler ein, das und das hätten wir besser machen können, da und da waren wir vielleicht auch dumm. So, ja. Das fängt damit an, dass du Fehler eingestehst, ja? Ja. So, und sonst kannst du sie auch nicht beheben. Das ist ja auch was der Charlie Varley gemacht hat, der das, den Ledger entwickelt, sag ich mal, mit seinem Team zusammen. Und der hat ja auch alles geschrieben, was jetzt so schiefgelaufen ist und da, sag ich mal, auch sich entschuldigt bei der Community und gesagt, wir lernen aus den Fehlern. Und ist halt aber ein bisschen untergegangen, dass wochenlang das nicht fertig wurde, das haben noch alle im Kopf, ne? Aber das ist jetzt ja klar, das bleibt auch haften. Ne? Das ist das Problem. Man muss, so wie wir, sag ich mal, in unserem Business machen, wenn wir sehen, es gibt einen Lieferverzug, dann musst du proaktiv auf deine Kunden, auf deine Klienten zugehen und das kommunizieren und sagen, ey, hier läuft was nicht so, wie wir es geplant haben. Ja. Bitte habt mal Verständnis. Wir wissen vielleicht auch nicht, welches Ausmaß das jetzt hat, aber es verzögert sich jetzt alles und so und dann. Zumindest schon mal die Info geben, Achtung, der Liefertermin wird nicht gehalten, sorry. Ja, und die Gründe halt. Da geht es los. Das ist der Anfang. Das ist die Basis, das ist das Fundament, ja? Ja. So. Ja, das sind Sachen, die wir uns wünschen. Das heißt, wir brauchen positive News für IOTA. Sonst ist es einfach jetzt vom Chart her immer ein bisschen aktuell einfach langweilig, sich das anzugucken. Real Talk, es gibt nichts zu gucken, ja? Das ist einfach ein Bär, der in der Höhle liegt und Winterschlaf macht, so nach dem Motto. Und also ganz ehrlich, wir brauchen jetzt, es soll ja jetzt noch das Nektar sozusagen ausgerollt werden mit Hans seinem Multiverse. Und wenn dann immer noch nichts passiert, sage ich mal, und auch angefangen wird, dieses Testnetz auseinandergenommen zu werden und die Leute kommen und probieren es zu zerstören und so, dann muss man sich auch echt langsam fragen, wird es am Ende auch genutzt und sind die Leute noch, haben Bock drauf so, ne? Ja, nee, also es ist definitiv so, man muss jetzt so ein bisschen auch deine Hand aufs Herz, wir machen ja immer Real Talk, dafür sind wir ja auch angetreten, das könnte dann jetzt irgendwann kippen. Und deswegen sage ich auch, die Gefahr ist jetzt nicht nur eine gute News, sondern einen positiven Abschluss eines Teilprojektes hinzulegen, der sich gewaschen hat, ja, eine tolle Marketing-News zuzuschreiben, ja, und die Fahne hochzuhalten, ja. Das ist wie beim Fußball, wenn wir irgendwo hingefahren sind und wir sind als Unioner irgendwo in eine andere Stadt gefahren. Wir haben die breiteste Brust sein Vater gehabt, die Fahne weht im Wind und dann sind wir da in die Stadt und haben alles auseinandergenommen. So. Und da gab es ja keine Frage. Und diese Mentalität muss IOTA jetzt bekommen, dass wir IOTA sind und wir hier alles zerlegen, aber da musste man ein bisschen Gas geben. Bisher macht es nur Hans Moog, sage ich mal. Der Charlie hat es, glaube ich, auch letztens mit einem Tweet gemacht, wo er mal sehr positiv ausgerastet ist. Und Dom macht so, aber es sind eigentlich so die drei Leute und der Rest der IF ist, sage ich mal, sehr ruhig und sehr silent und was ja auch wieder in Ordnung ist. Das hat ja alles ein Für und Wider. Das sind Entwickler. Für mich muss ein Entwickler jetzt auch hier nicht einen auf Superman machen oder so. Ja, aber das ist der Ganze. Müssen sich was einfallen lassen. Das ist schnell dann auch wieder Hype, ne? Wenn du es machst und dann kommen keine Resultate, dann wird es hier hintenrum wieder angekreidet. Deswegen sage ich ja, Hype jetzt per se und nur die News reicht nicht mehr. Wir brauchen jetzt noch ein richtiges Resultat.
Ja. Das ja, Resultat das, wird zu einer guten News. Ja? Ja, und das ist jetzt für mich einfach mal das Testnet, was jetzt, das Testnet mit Incentives so, wo auch Prämien und alles gibt. So, ja. Und die Prämien müssen sich gewaschen haben. So. Ja. Also da muss richtig Schott dabei rumkommen für die Leute, so dass die Leute anfangen, Panzer und Raketenwerfer auf das Netzwerk zu schießen. Ja. So, und dann wird es funktionieren und ich hoffe einfach mal, die IF hat es auch verstanden, was zu tun ist. Sie sagt ja auch, sie hat gelernt aus den letzten Ereignissen und daher gehe ich erstmal aktuell positiv davon aus, dass wir jetzt ein gutes zweite Jahreshälfte mit IOTA erleben werden. Ne, mit dem Blick auf Coordicide und so. Es ist halt aber auch wirklich eine Art, eine Drucksituation, das ist ja einfach das, worum es sich jetzt am Ende dreht. Es ist eine Drucksituation, wie es das Projekt noch nie hatte. Ja. Und ich denke auch jedem, der auch dem Projekt sehr positiv zugesetzt ist, so wie wir auch, also wir sind der Sache ja grundsätzlich positiv gestimmt. Trotzdem sehen wir jetzt links und rechts Faktoren, wo es halt, wo man mal genauer hingucken sollte dann einfach, ne? Ja. Okay, Telefon klingelt schon wieder. Wir machen den Abschluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Unser Appell an IOTA zum Abschluss, reiner Zufall, Real Talk. Ja. Abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Liken, Kommis. Kommentieren. Glocke vergessen wir übrigens immer, wir sind total behindert. Ihr müsst die Glocke drücken, dann sieht ihr unser Video überhaupt gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. An die Ommel, ne? Oh mein Gott. Ja, genau. Folgt den Socials. Übersaat. Bis morgen. Peace. Ciao. Habt euch alle mal lieb. Seid lieb zueinander. Tschüss.